Was geht, Freunde, und herzlich willkommen zu einem brandneuen GTA Online Video heute. Heute zeige ich dir mal wieder einen richtig nicen Money Glitch und mit diesem Money Glitch kannst du wirklich Millionen, mehrere Millionen innerhalb von ein paar Minuten machen. Das heißt so circa 5 bis 7 Minuten, wenn du alles richtig machst. Wenn das am Anfang bei dir nicht geht, alles gut, mach's ein zweites Mal, mach's ein drittes Mal. Manchmal dauert der Glitch einfach ein bisschen länger als eigentlich sonst. Man kann nicht erwarten, dass der Glitch einfach bis gleich am Anfang funktioniert. Deshalb mach den Glitch auf jeden Fall öfters. Ich habe den Glitch auch 6 Mal, glaube ich, machen müssen, bis er überhaupt bei mir funktioniert hat. Deshalb mach auf jeden Fall diesen Glitch. Für diesen Glitch brauchst du gar nichts. Kannst du jetzt einfach mal hier auch mal diesen Kanal jetzt abonnieren und dieses Video liken, um mehr Glitches zu sehen und keine Glitches mehr zu verpassen. Deswegen einfach abonnieren, Glocke aktivieren und dann bist du ganz easy dabei. So, und zwar das erste, was du jetzt machen musst, ist ganz easy, und zwar die Optionstaste drücken und GTA Online verlassen. Wenn du GTA Online verlassen hast, musst jetzt eben die Sitzung jetzt hier einfach kurz warten. In der Zeit kannst du doch einfach easy mal bei meinem Partner unlockall.org vorbeischauen, falls du jetzt irgendwie Geld brauchst oder sowas, oder der Glitch funktioniert bei dir jetzt überhaupt nicht, geht ja auch, also es kann ja sein, dass ja bei dir überhaupt nicht funktioniert, ist ja öfters mal der Fall. Kannst du gerne einfach mal unten in der Videobeschreibung auf den Link drauf drücken, unlockall.org, auf meinen Partner, da kannst du ganz günstig Geld kaufen, Millionär werden, und das ist viel günstiger als irgendwelche Char-Cards in GTA 5 Online. Mit dem Rabattcode Gloper bist du sogar noch richtig krank am Start. Sowieso muss ich noch mal ganz kurz etwas loswerden, und zwar unlockall.org hat momentan 30% Rabatt auf jeden Einkauf, also ist 30% reduziert, und dann jetzt noch mein Rabattcode Gloper, hast du 40% Rabatt auf jeden Einkauf. Deswegen mach's auf jeden Fall. So, du hast GTA Online verlassen, bist jetzt in GTA, musst du wieder die Optionstaste drücken und musst wieder auf Online. Und jetzt ist es wichtig, dass du in den Editor gehst. Bevor jetzt Leute wieder reinschreiben, muss man in den Editor reingehen? Ja, man muss in den Editor reingehen, sonst würde ich es euch nicht sagen. So, jetzt kommt diese Meldung und jetzt musst du 5 Sekunden warten, bis du auf OK drückst. Das muss genau exakt 5 Sekunden sein. Macht euch einen Timer mit dem Handy nebendran. Und das muss wirklich exakt 5 Sekunden dauern. Sonst kann sein, wenn du das zu kurz machst oder vielleicht zu lang machst, dann kann der Glitch nicht funktionieren. Deshalb warte einfach 5 Sekunden, mach einen Timer mit dem Handy oder sowas und dann bist du easy dabei. So, du bist im Editor angelangt und jetzt ganz easy, was du jetzt einfach machen musst. Und zwar, du musst jetzt einfach wieder zurück zu GTA Online draufdrücken. Jetzt drückst du da einfach drauf in GTA 5 Online und gehst einfach auf Ja wieder. Das ist egal, Timing-Sache ist sowieso egal. Drückst du einfach auf Ja wieder. Und das muss jetzt halt eben warten. Wie gesagt, Leute, abonniert doch einfach nochmal diesen Kanal. Es würde mich übertrieben freuen und es würde mich mega unterstützen, wenn du uns einfach mal diesen Kanal abonnieren würdest. Das wäre einfach wirklich Ehre, weil, wie gesagt, ich würde auch gerne mal ein bisschen profitieren für das, dass mir einfach gleich ein paar Glitches bringen und so weiter, euch ein paar Glitches zeigt. Auch wenn er jetzt vielleicht nicht bei dir funktioniert. Ich hoffe, dass er bei dir funktioniert. Ja, Thema gepatcht werden und so weiter, werde ich am Ende vom Video auch nochmal ganz kurz was sagen, wann dieser Glitch ungefähr gepatcht wird, was meine Meinung dazu ist. So, dann musst du jetzt hier einfach nur warten, bis du in GTA 5 Online wieder bist, dann bist du in GTA 5 Online. Jetzt ist wichtig, dass dieses Auto, mit dem du vorher hergefahren bist, du musst halt eben ein Auto vorher gehabt haben, ein persönliches Fahrzeug, das musst du wieder einlagern. So, dieses Fahrzeug ist weg, jetzt musst du ein Auto nehmen, was jetzt auch wirklich, ja, dir entgegenfährt oder sowas. Nimmst du irgendein Straßenauto und klaust dieses Auto, und jetzt ist es sehr wichtig, was du machst. So, und zwar, du fährst jetzt zum Beispiel bei dieser Los Santos Custom rein. Es ist wichtig übrigens, dass du auch in diesen reinfährst, bevor jetzt Leute wieder reinschreiben, hey, muss man in den rein? Ja, man muss in den rein. So, dann ist es wichtig, dass du jetzt eben unter dieses Ding gehst, dass du nicht diese Animation bekommst. Dann musst du jetzt das Interaktionsmenü aufrufen und gucken, dass letzter Ort ist. Wenn du letzter Ort hast, dann gehst du jetzt hier kurz weg für den letzten Ort und gehst wieder letzter Ort, dass das Ganze abspeichert sozusagen. So. Jetzt gehst du wieder auf Interaktionsmenü, genauso wie ich es mache, und gehst auf Outfits und tust ein Outfit ändern oder sowas. Das ist sehr wichtig. Und dann Accessoires und tust dir zum Beispiel, ja, ich weiß nicht, ich habe Maske zum Beispiel irgendwie weggemacht und so weiter. Und jetzt muss unten rechts die Ladeschnecke sein, dass das Ganze abspeichert. So, wenn das Ganze der Fall ist, kannst du jetzt rein, ganz leicht immer reinfahren, Optionstaste drücken. Reinfahren, Optionstaste drücken. Reinfahren, Optionstaste drücken. Immer wieder. Einfach nicht, dass die Animation kommt und du bist aber da drin. So. Machst du die ganze Zeit einfach. Da darf nicht die Animation kommen oder sowas. Da musst du einfach so dich ein bisschen reinbacken. So. So, dann bist du eben hier drin. Kannst du aussteigen aus deinem Auto. Und jetzt ist es wichtig, was du machst. Du hast das Ganze eben abgespeichert, jetzt kannst du wieder die Optionstaste drücken und neue Sitzung finden. Jetzt musst du auf neue Sitzung finden, jetzt lädt das Ganze und wirst auch gleich sehen, dass du wieder genau da rein spawnst mit diesem Auto, und dieses Auto kannst du dann für Millionen verkaufen. So, dann bist du in GTA 5 Online wieder gespawnt und wie du siehst, dein Auto ist wieder in der Garage. Es steht ein bisschen anders, es steht ein bisschen präziser wieder einfach jetzt hier drin, aber der Bug ist hat funktioniert, dieser Glitch hat funktioniert, und jetzt kannst du in dieses Auto hineinsteigen und dieses Auto jetzt auch verkaufen.
So, dann verkaufe ich dieses Auto und wie du siehst, habe ich 987.000 GTA-Dollar gemacht, also fast 1 Million GTA-Dollar. Und das ist ultra krank, Leute. Es ist ein ultra kranker Money-Glitch, Leute. Macht diesen Glitch auf jeden Fall mal nach. Und dann würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal. Abo nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal, euer Klopperino.